Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Sonntag, 10 Uhr. Sie hören die Nachrichten. Wie schon in den vergangenen Wochen, kommt es auch heute wieder an der Bundesstraße 96, vor allem in der Oberlausitz, immer wieder zu Ansammlungen von Menschen mit Plakaten und bunten Fahnen. Staatliche Behörden tappen im Dunkeln. Auch deren Medienvertreter konnten vor Ort nichts über die Gründe in Erfahrung bringen und schließen daraus, dass es sich um sogenannte Verschwörungstheoretiker handelt. Die Polizei sucht dringend nach Organisatoren und Veranstaltungsleitern. Heute scheint sie Erfolg gehabt zu haben. Über Details wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nichts bekannt gegeben.
Es ist Sonntag, 10:30 Uhr. Noch einmal die Nachrichten mit einer Sondermeldung. Wie wir soeben erfahren haben, können wir Ihnen am Ende der Sendung exklusiv ein Ergebnis auf der Suche nach Veranstaltungsleitern der B96-Proteste präsentieren. Bitte gedulden Sie sich noch einige Augenblicke. Wir dürfen Ihnen nun ganz exklusiv das zugespielte Foto der Ermittlungsbehörden zu den Veranstaltungsleitern der B96-Proteste zeigen. Enttäuscht zeigte sich die Polizei über mangelnde Kommunikationsbereitschaft.